Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dawn of War 2 Retribution mit dem Chris. Hallo Chris. Guten Tag. Und dieses Mal geht es nach Aurelia auf die Eiswelt. Hören wir mal rein. Das tun wir. So. Schwere Infanterie. Aha, was macht das? Segen des Büßers. Okay, das ist eigentlich ganz cool, oder? Der Segen des Büßers. Für wen? Ist die Frage. Wir Was hatten hab noch einen ich Platz denn? frei. Ich ne. Ich ne. Der Alte hätte noch was frei. Ja. Ich muss sowieso erstmal Trupp sortieren, weil das mal wieder naja ist. Ja, jetzt sind wir richtig rum. Okay. Gut. Würde ich dem Alten Ja. in der Hand drücken, aber andererseits wäre es ja auch nicht schlimm, wenn wir uns Terminatoren holen. Die können wir bestimmt beim nächsten Mal Auch wieder wiederholen. auswählen. Ja. Ist bestimmt so wieder wie bei den Sturmtruppen oder was es mal war, Stoßtruppen. Bestimmt. So, dann gehen wir erstmal auf Fortsetzen. Und ich habe meine Ehrengarde, genau. Entsenden. So, dann bin ich mal gespannt. An die Mission kann ich mich jetzt gerade nicht direkt erinnern. Ich kenne sie aber noch. Ja, ich werde es bestimmt auch gleich wieder. Ah, ja, gut. Ich weiß Bescheid. Neues Marines, ne? Das hat mir gereicht, als ich das gehört habe. Oh. Ja, es geht aber, finde ich. Diese Ja, Ice du hast Marines, Nahkämpfer. Ich habe einen ja. schweren Bolter. Das wird schon. Die sind zwar lästig, aber es geht. Ja, die halten wenigstens nicht viel aus. Richtig. Eindringlinge, seid ihr gekommen, um die Großartigkeit des dunklen Portals zu sehen? Nö. Dann kommt näher, schaut zu, wie die Entropie des Warps Fleisch und Stahl an sich reißt und vergehen lässt. Okay. Wir werden eure Verzweiflung feiern. Na dann ist ja gut. So. Oh, Kultisten. Um Himmels Willen. Die explodieren. Nicht bloß, wenn du raufholst. Alter Schwede. Das war ja zum Glück gerade gar kein Overkill. Drei Terminatoren schlagen auf den Kultisten ein, der schon im Sterben war. Oh Mann. Das sah ein bisschen mies aus. Ach, die Kisten kannst du kaputt machen. Du musst wenigstens nicht ranlaufen. So. Stürmen wir mal hin. Mach mal Stimmung. Boom. Ich habe mir vorgenommen, in diesem Spiel viel öfter ran zu zoomen und die Kämpfe mal vom Nahen zu betrachten, wenn es die Zeit zulässt. Und wenn die Kamera nicht so komisch eingestellt ist. So. Wenn es die Zeit zulässt, was soll denn das? Ja, manchmal ist. Ach, keine Ahnung. Ja, gut. Haben wir das geklärt. Yep. Ah, hier, neues Marines. Ja, ich schieß schon drauf. Ach, hier. Der kann mich mal am Hobel knuspern. So. Das Geräusch ist ja echt ekelhaft. Toll, man erkennt gar nicht vor lauter Effekten. Frechheit. Wer nimmt denn sich das erste Upgrade? Uff, mir egal. Dann würde ich diesmal dem Alten ein Upgrade verpassen. Dann tu dies. Nämlich mehr Schaden. Obwohl, du hast doch Granaten, dann mach du das mal. Ich kümmere mich mal um die Typen hier. Ich wollte gerade sagen, lass ihn doch da stehen.
So. Das ist schon so eher nach meinem Geschmack. Chaos, Energiebarriere. Die geht erst kaputt, wenn wir irgendwo was anderes kaputt gemacht haben. Es soll geschehen, wie gewollt. Ist meistens vielleicht diese so, mach was kaputt, damit du was anderes kaputt machen kannst. Ja, die Energiegeneratoren wären da vielleicht ein guter Anfang. So, richtig. Die sind wahrscheinlich kontraproduktiv. Aber ich hau einfach mal eine Melterbombe rein. Mitten okay. Ins Gesicht. Tu das. Ist übrigens sehr angenehm, dass, dass der Alte nicht mehr auf- und abbauen muss. Das glaube ich gern. Aber wie cool die Noise Marines aussehen. Das ist mir gerade schlecht. Ich versuche mal hier. Oh, geil. Den einen, der auf der Treppe steht, den musst du dir nehmen. Ja, ich habe hier gerade alle drei. Schön von vorn. Zack, wieder zurück mit der Kamera. So, ich nehme mal des Generators an, des ersten. Warum kann ich eigentlich diese Tempel mit Melterbomben bewerfen? Was aber kannst du? Die Generatoren. Was konntest du bewerfen? Ich konnte den Tempel mit Melterbomben bewerfen, aber nicht die Generatoren. Ja, da kann ich dir auch nicht weiterhelfen. Okay, das hat anscheinend noch nicht gereicht. Nehmen wir uns den nächsten Tempel. Ja. Scheint ja genug zu geben. Also, ich muss aber sagen, das Level gefällt mir, glaube ich. Der, die das Level. Die Mission. Der Level, die Mission, ja. Das Level ist ja die Stufe, die man hat, und der Level ist ja das. Der Level halt. Wir hatten das vorhin gerade das Thema Deutsch. Sind wir beide keine Experten. Ach so. Ach so, wegen dem, ja. Ah ja. Nee, lass das mal. Ihr geht mal dahin. So. Lass das mal dem Papa machen. So, nächstes Upgrade. Du Schaden oder hast du schon Energieklauen geholt? Nee, habe ich noch nie, aber da brauche ich ja auch nur. Was ist denn das? Diese 10 grünen Nüffel? Das ist Zeit. Siehst du? Also ich brauche dafür keine Punkte. Ja, ich wollte bloß sagen, hol dir mal Energieklauen. Ja, sind die so geil? Ja, Energieklauen sind immer geil. Ach, aber die sehen nicht so geil aus. Na klar, gerade deswegen. Nee. Ach, es ist hässlich alles. Beeindruckend, nicht wahr? Wir waren erfolgreich, wo selbst der große Ulkair es nicht war. Kommt näher, geht zum Portal, starrt direkt in den Schlund des Warp. Wenn ihr Glück habt, werden eure Leben durch die Entropie ausgelöscht und nicht durch unsere Klingen. Aber zu Slanisch passt Entropie überhaupt nicht. Entropie ist doch der Fleischzerfall durch Verwesung. Das ist doch Nörgel. Ey, die haben keine Ahnung, die Produzenten hier. Krass, wenn das. Ach, wenn das Portal zerstört. Ah, okay. Lass ja erstmal hier nochmal zurück, das ist ja voll das Backtracking. Mensch. Alles abzocke. Na, warte, den Tempel kann ich putt machen. Du bist geheilt. Hab keine Angst. Sie greifen von hinten an. Wieso schlagen die denn nur mit einer Klaue zu? Die können doch so cool abwechselnd mit beiden zuschlagen. Zack, zack, zack oder wie? Ne? Zack, 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 zack. Wir machen unsere Soundeffekte gerade wieder selbst. Merkst du das? Das wäre aber geiler. Also. Ja, klar, aber... Wäre viel zu OP. Also es wäre noch mehr OP als so schon. Ach, erzähl mir nichts von OP. Ich habe eine Mega-Axt, ja. Ja, gut. Die du dir gekauft hast. Ja, aber ich konnte nichts dafür. Sie waren in der Kollektion enthalten. Ich bin unschuldig. Das sagen sie immer alle. Bei mir stimmt's aber.
Kultisten. Oh nein! Noch mehr Kultisten. So ähnlich wie wenn Männer sagen, oh nein, die Frau hat mich vergewaltigt. Ja. Ist doch so. Naja. Keine Ahnung, ich möchte mir da kein Urteil bilden. Kommt drauf an, wie alt man ist. Aber na gut, da wir von Männern sprechen, ja. Ja, erledigt. Ja, es gibt ja solche und solche. Ja. Und manche sind halt anders als andere. Ich wusste, was das kommt. Es gibt so eine und solche und dann gibt es noch die anderen. Das ist wie bei so einer Veranstaltung immer die Öffnungsrede. Ich begrüße die Damen und Herren und alle anderen Gäste. Ja, heutzutage muss man da ja ein bisschen, ne, ja, offener gestalten, solche Eröffnungsreden. Da passt das doch dann wieder. Oh Gott, ich hätte schon wieder was auf Lager. Nee, lass mal. Ich habe mich bisher zusammengerissen, auch bei Chaos Rising. Ja, ich bin erstaunt und erschrocken zugleich. Oh nein, woher kommt das? Ach so, ich bin mal so frei und verpasse mir mal Punkte, ja? Ja. Kannst ja auch mal machen. Hier, Martellos, Schaden. Ich habe mir dieses Mal sogar ein Leben gegeben. Nee, ich will nicht in das Haus. Ich hab's mir anders überlegt. So. Da wirst du so schlecht mit der Axt mit angreifen. Oh yeah. Stirb in Schande, Verräter. Okay, ich sollte noch bei deinem Portal sein, ja, genau. Hier mal außenrum macht doch nichts. Mehr Ausrüstung ist immer gut. Ja. Und wir müssen uns merken, wo jetzt die Barrieren sind. Weil da, wo Kisten drunter sind, bei den Barrieren, da gibt's Ausrüstung. Also definitiv irgendwie Ausrüstung. Nicht bloß so Energie oder so ein Dreck, sondern Ausrüstung. Haben wir da nicht sowieso einen Haufen Zeit, um da noch ausführlich lang zu gehen, oder? Ich weiß es gar nicht. Kann ich mich nicht dran erinnern. Hm. Und ich dachte, du bist ausgebildeter Warhammer-Experte. Ja, aber doch nicht für die Games. Hallo, ich hab Trivia-Wissen. Viel so. Wichtiger. Warhammer 40k muss man ja präziserweise dazu sagen. Richtig. Also ich kenne mich auch ein bisschen mit Warhammer Fantasy aus, aber da hält sich mein Wissen in Grenzen, ich sag's mal so. Hm. Also ich habe davon ja gar keine Ahnung, außer dass ich weiß, dass es da so manche Parallele gibt, aber ja. Genau, deswegen habe ich ja da auch ein bisschen Trivia-Wissen. Hm. Aufgrund der Parallelen. Was ist denn das überhaupt für ein Effekt, den man dann drauf hat durch diese neuen Marines? Was? Na, du machst im Nahkampf weniger Schaden, wirst umgeschubst. Ja gut, meine Terminatoren werden ja umgeschubst. Also richtig, aber die machen auch weniger Schaden. Was bei Terminatoren? Ja, oh Himmels Willen. Kann ich hier gar nichts mehr ausrichten. So, das sollte jetzt reichen. Ja. Dann auf. Alter, standen noch Gegner. Wo? Erfahrungspunkte. Wo? Ach, hol du sie dir, ich bin langsam. Und der Teleport braucht so lange zum Nachladen. Aufladen, wie auch immer. Oh, wir können uns 5 Tarantel-Geschütze holen. Ja. Klasse. Martellus kann ja auch keine hinstellen. Ja, aber ich kann keine hinstellen zum Beispiel. Ich bin darauf angewiesen. Ach mein Gott. Ich habe auch Martellus. Und kann unendlich viele hinstellen. Schön für dich. Ja, wieso seid ihr hier stehen geblieben? Was soll denn das? So, hier komme ich jetzt gar nicht durch, oder? Ach, hier komme ich aber lang. Mensch. Du glaubst, du bist so gut wie ich? Er hat so eine hohe Stimme. Der Diomedes. Du glaubst, du bist so gut wie ich? Sagt er immer so. Das kommt immer übelst hoch rüber. Ja. Oh. Ja, das ist mein Eindruck. Ich bin unschuldig. Du
Ach nein, du sollst nicht sterben. Oh doch, das sollst du. Nein. Aber nicht Kollege Schnürschuh. Ach so, na dann. Dann, ja. Oh ja. Ich lasse mich gerade um sein Leben rennen. Sei stark und sei bereit. So, ihr Säcke. Ich weiß, dass man zum Beispiel in der Kampagne, wenn man die Imperialen spielt, da hat man ja den Sergeant Merrick, den man auch in DOW 2 und Chaos Rising des Öfteren hört. Der Veteran-Sergeant von der Gouverneurin De Rosa. Den bekommt man da als spielbaren Charakter, als Ersatz im Prinzip hier für den Alten. Und mit dem kann man... Was willst denn du von mir? Mit dem kann man eine Autokanone finden, die eine 20 oder 25% Chance hat, Dämonen sofort zu töten. Und halt eine vergrößerte Reichweite hat. Dann kann man aber mit dem Merrick auch eine Fähigkeit bekommen, mit der er Waffen nicht mehr auf- und abbauen muss. Das heißt, er hat eine Autokanone in der Hand und läuft damit durch die Gegend und tötet. Was noch heftiger ist, eigentlich wie ein schwerer Bolter. Oh, da ist ja jemand tot. Weißt du, was mir gerade auffällt? Was? Genau das. Dass der Diomedes schon die ganze Zeit aufs Tor gehauen hat, obwohl es noch gar keine Schadensleiste hat oder so. Einfach durch Auto-Angriff. Ja. Du hast mich nicht wiederbelebt. Ich kann dich anscheinend mit dem Terminator nicht aufstellen, deshalb wechsle ich gerade mal durch. Diomedes will gar nicht mehr aufhören. Nein. Völlig in Rage. Nein, lass mich. Ich will das jetzt kaputt machen. Ich will aber. So. Denkst du dran, deine Terminatoren wieder mal zu verstärken? Ja. Ich hole uns hier sogar mal den Stützpunkt, das Hauptquartier. So. Ja, wenn das nicht wird, dann weiß ich auch nicht. Dämonen des Korn, kommt! Ein Festmahl aus Schädeln und Blut erwartet euch! Wetterbomben. So mag ich es am liebsten. Die Dämonen greifen mich an. Ja, das sollte schnell gehen. Ich begnüge mich gar nicht erst mit den Kleinen. Ich gehe direkt jetzt nur noch aufs Tor. Das sollte ja hoffentlich reichen. Von der Zeit her. Ach, na, dann ist ja gut. So. Sehr geil. Um Himmels Willen, weg hier. Weg hier, lauf doch. Nein! Blasphemische Halunken! Brüder ihn nach! Hallo! Hallo, Dries Halunken! Ja. Oh Mann. Martellus ist übrigens mit der letzten Explosion in den U-Bahn-Schacht gefallen. Na, mal gucken, wo ist er? Da rennt er rum. Letzte Explosion hatten einfach mal in den U-Bahn-Schacht gefeuert. Ich kann die Terminator gar nicht zurückziehen, das ist ja komisch. Nee, weil X nur für Helden verfügbar ist. Ach je. Das muss man auch erstmal wissen. Warum sag ich's dir ja? Nee, ich bin nicht bloß dabei, damit jemand dabei ist, der gut aussieht. Ich bring auch noch Wissen mit. Ach so. Na dann.
muss ja mal erwähnt werden. Ja. No. Kommen hier noch mehr? Ach, bestimmt nicht. So. Seid ihr wieder vollzählig? Ne, immer noch nie. Ach, da muss ich hier manuell. Ach, Mensch. Das war noch Zeit, weil es automatisch ging. Ja, diese scheiß Technik. Total rückläufig alles. Ja, es ist so schlimm. Ein leichtes Ziel für mich. Bin getroffen, Bruder. Jetzt gibt's auf den Sack. Von dem ist was übrig geblieben. Sollen das? Oh, der rennt der gegen den Panzer. Ich bin festgenagelt. Und ich habe schon härtere Gegner erlegt. Vor Freude geplatzt. Die schießen uns in den Rücken? Hä? Ja, für Terminatoren ist alles Rücken. Nee, das haben gerade die Kultisten im Haus gesagt. Da haben wir, glaube ich, noch immer drauf geschossen. Dann haben sie auch vermutlich gerade aus dem anderen Fenster geschaut. Ja, aber eigentlich hat noch. Also, ich war zumindest nicht in Range und du hattest, glaube ich, auch noch nie drauf geschossen. So. Zack. Die finden mich einfach umwerfend. Das ist schon wieder soweit. Ich hab's noch gar nicht gesehen. Wir haben es jetzt 10 nach 9. Naja, aus. Naja. Oh, hier ist ja richtig Party. Wieso sagt mir das niemand? Ich bin gar nicht eingeladen. Ja, ich wollte erstmal gucken, ob die mich überhaupt mögen. Das würde mich ja überraschen. Na dann ist er gut. Soll ich das Ziel zerstören? Der Tech Marine eines Verbündeten ist gefallen. Ach, was er wieder macht. Wegrennen. Und auch Schock. Hast du mal umgerannt? Ach, ist das geil. Der Kampf beginnt. Ja, ist schon geil. Wenn ich immer fleißig im Kreis laufe. Sieht zum Glück auch gar nicht lächerlich aus. Nee. Einfach nicht stark genug. Mach dir einen schweren Bolt und renn im Kreis. Und wenn du das kannst, weißt du, du bist sportlich. Fang in der Rüstung, ja. Das ist sowieso. Du hast ja auch überhaupt nicht sowas wie Motoren oder so da drin. Naja, oder dass die so ein bisschen modifiziert werden. Genetisch. Und da meckert unsere Politik rum, dass sie gegen Genmais sind. Die sollen die Space Marines mal angucken, was meinst du, was mit Gensoldaten rauskommt. Wieso, die wollen doch Genmais, oder? Ist denn die Regierung nicht pro Genmais? Nee, kontra. Weil man darf, damit hat man ja dann solche Probleme. Da gibt's ja dann genetische Schäden an den Kühen. Was haben die Kühe, was hat die Kuh-DNA damit zu tun, wenn die genmodifizierten Mais futtern? Das muss mir jemand erklären. Ja, das wirkt sich dann alles aus übers Blut auf und so. Naja. Ach so. Ich habe keine Ahnung, also ich habe auch wirklich keine Ahnung davon, ich kann da nicht mitreden. Ich bin leider doch nicht ganz allwissend, muss ich gestehen, zu meiner Schande. Ach Gott. Ja, was hast du jetzt zu suchen? Ich bin ja so ein Ketzer. Ich wurde gefragt von dem Gott-Imperator persönlich, ob ich nicht Let's Plays zu seinen Spielen machen möchte. Achso, ihn zu ehren. Richtig. Müssen wir aber immer noch ein Gebet ans Ende ranhängen, nach jeder Runde. Nee, ich habe nur gesagt, ich hab's nicht so mit Beten und da hat er gesagt, gut, kein Problem, krieg mal hin. Bring einfach 10.000 Zuschauer und auch das schaffst du nicht. 10.000? Hast du dich wohl ein paar Nullen vertan? Nee, er will zumindest einen Teil der Weltbevölkerung bekehren. Wobei in Amerika ist ja der Warhammer, glaube ich, also die Ekklesiarchie hier etabliert. Offiziell vorhanden und genehmigt.
Hey, echt jetzt? Obwohl, der gut, ja, Amerika. Hm. Und in Afrika, in Südafrika gibt's, also allgemein auf dem Kontinent Afrika. Oh, jetzt haben wir das anscheinend nicht gemacht mit den Versorgungskrisen. Richtig. Egal. Oh, 5 Koop-Einsätze. Gewährt etwas Erfahrung. Schön. Schleichendes Sperrfeuer. Cool, Bombenhagel, der sich in der angegebenen Richtung bewegt. Ja, nochmal zurück in Afrika. Gibt's ein Cutscene. Bei mir gibt's noch keine. Cyrus, Martellus, Sie hatten recht. Angelos hatte recht. Irgendetwas im Herzen des Ordens verfault und korrumpiert unsere Brüder. Kyras, kein Zweifel. Er war sehr beschäftigt während unserer Abwesenheit. Nein, ich glaube nicht, dass Kyras schuld ist. Die Verräter nannten ihn Aszendant, aber vielleicht nur, um uns zu verwirren. Kyras ist unser Ordensmeister. Er ist das Herz des Ordens. Wenn er rein wäre, hätte diese Korruption nicht gedeihen können. Diomedes. Sie stehen seit Jahrhunderten in Kyras Diensten und kennen ihn besser als jeder andere. Ich möchte Sie etwas fragen. Halten Sie Kyras für unschuldig, weil Sie ihn als tugendsamen Diener des Imperators kennen? Oder weil die Schande zu groß wäre, zuzugeben, ein Leben im Dienst eines Ketzers verbracht zu haben? Genug! Ich werde später über Ihre Worte nachdenken. Wir müssen uns um andere Dinge kümmern. Was ist mit dem Teleportarium? Die neuen Felder, die wir auf diesem Planeten gefunden haben, wurden reaktiviert. Jetzt können wir Meridian erreichen. Außerdem habe ich eine beunruhigende Übertragung von abtrünnigen imperialen Soldaten empfangen. Sie ist bereit für Sie, Captain. Wann immer Sie möchten. Gut, dann haben wir in der Pause wieder viel zu tun, was die Ausrüstung angeht. Und du kannst ja noch kurz deine Ausführung zum Thema Glauben beenden. Oder möchtest du das in der nächsten Folge tun? Das kann ich in der nächsten Folge tun. Gut, dann fangen wir nochmal ganz frisch damit an. Also bis dahin und tschüss. Tschüss.